Herzlich willkommen zu unserem neuesten Video vom Automagazin Tuning Blog, in dem wir uns ausführlich mit dem Lexus RX der fünften Generation für die Modelljahre 2023 und 2024 beschäftigen. Der Oberklasse-SUV von Lexus hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und präsentiert sich nun mit einer beeindruckenden Palette an Hybridantrieben sowie einer brandneuen Sportoption, die das Modell noch attraktiver macht. Die fünfte Generation des Lexus RX markiert einen bedeutenden Schritt in der Hybridtechnologie des Herstellers. Im Vergleich zur vorherigen Generation, die lediglich mit dem Standardhybrid RX 450h ausgestattet war, bietet der neue RX gleich drei verschiedene Hybridoptionen. Diese umfassen neben der herkömmlichen Hybridversion auch eine Plug-in-Hybrid-Variante und zum ersten Mal einen Turbobenziner im Hybridverbund. Besonders hervorzuheben ist der neue Plug-in-Hybrid RX 450h+, der mit einer großzügigen 8,1 kWh Batterie ausgestattet ist und eine elektrische Reichweite von bis zu 65 km ermöglicht. Diese Innovation zeigt, wie Lexus seine Hybridstrategie erweitert und sich den Anforderungen der Premium-Konkurrenz von Marken wie Audi, BMW und Mercedes anpasst. Ein weiteres Highlight der neuen Generation ist die Einführung der F-Sport-Design-Variante, die ab Herbst 2023 erhältlich ist. Diese sportliche Version überzeugt durch glänzend schwarz lackierte 21 Zoll Räder, ein spezifisches Kühlerschutzgitter im Wabendesign sowie neue seitliche Lufteinlässe in der Frontschürze. Auch Stoßfängerlippen und Seitenschweller sind in schwarz gehalten, während mattsilberne Zierspangen und Chromapplikationen an den Außenspiegeln, auf den seitlichen Scheibeneinfassungen und dem unteren hinteren Stoßfänger für einen eleganten Kontrast sorgen. Im Innenraum erweitert die F-Sport Design-Ausstattung die Executive Line um Ledersitzbezüge und eine 64-farbige Ambientebeleuchtung, die das Interieur zusätzlich aufwertet. Das Design des neuen Lexus RX wurde deutlich modernisiert und präsentiert sich mit einer sportlicheren Linienführung. Auffällig ist die überarbeitete Frontpartie, bei der die Nase über dem Kühlergrill nun breiter in der kompletten Schürze integriert ist. Die Silhouette des Fahrzeugs bleibt zwar der bisherigen Linie treu, jedoch wurde die Dachlinie mit einer Chromspange nach hinten abfallend gezeichnet, was dem SUV ein dynamischeres Aussehen verleiht. Die Seitenlinie besticht durch eine stärkere Konturierung der Karosserie, die ab der A-Säule in Schwellerhöhe eine üppige Hüfte ins Blechkleid modelliert. Das Heck des neuen Lexus RX gewinnt ebenfalls stark an Kontur mit einer Schürze, die zusätzliche an Lüftungsgitter erinnernde abgesetzte Flächen aufweist, sowie einem neuen LED-Leuchtband, das die Rückleuchten optisch verbindet und einen sportlichen Touch verleiht. Unter der Haube des neuen RX wechselt Lexus den Antriebsstrang grundlegend. Der bisher im RX 450h eingesetzte V6-Motor mit 3,5 Litern Hubraum wird durch einen aus dem aktuellen Toyota RAV4 bekannten Vierzylindermotor mit 2,5 Litern Hubraum ersetzt. Diese Änderung sorgt nicht nur für eine effizientere Leistungsentfaltung, sondern erweitert auch die Hybridoptionen deutlich. Neben dem HEV-Hybrid RX 350h ohne externe Lademöglichkeit und dem Plug-in-Hybrid RX 450h+, mit einer leistungsstarken 8,1 kWh Batterie führt Lexus das neue Topmodell RX 500h ein. Dieses Modell, ausgestattet mit 371 PS, markiert den ersten Turbobenziner im Hybridverbund des Konzerns und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung und Effizienz. Der Lexus RX der fünften Generation beeindruckt nicht nur mit seinen vielseitigen Antriebsoptionen, sondern auch durch seine optimierten Abmessungen. Die Fahrzeuglänge bleibt auf den Millimeter genau bei den Maßen des Vorgängers, während der Radstand um 60 mm, die Breite um 25 mm und die Spurweite vorne um 15 mm sowie hinten um 50 mm vergrößert wurden. Diese Veränderungen, kombiniert mit einem geringeren Hecküberhang, führen zu einem deutlich verbesserten Raumangebot, das den Innenraum des RX noch komfortabler und geräumiger gestaltet. Im Innenraum des Lexus RX setzt die Marke auf das sogenannte Tazuna-Cockpit, ein Konzept, das bereits im NX und RZ Anwendung findet. Der Begriff Tazuna steht für die Zügel eines Pferdes und soll verdeutlichen, dass die Steuerung von Fahrzeug und Funktionen besonders intuitiv und direkt erfolgen soll. Das Cockpit wird von einem großen 14 Zoll Zentraldisplay dominiert, das die wichtigsten Fahrzeugdaten und Infotainment-Funktionen übersichtlich präsentiert.
Der Bedienungsbereich der Mittelkonsole ist dem Fahrerplatz entgegengeneigt, was eine ergonomische Nutzung ermöglicht und den Fokus auf ein komfortables Fahrerlebnis legt. Alle Varianten des neuen Lexus RX verfügen über elektrischen Allradantrieb, der optimale Traktion und Fahrstabilität bietet. Die Basisversion RX 350h liefert eine Systemleistung von 245 PS, während der Plug-in-Hybrid RX 54h Plus mit 366 PS beeindruckt. Das Topmodell RX 500h erreicht beeindruckende 371 PS und setzt neue Maßstäbe im Premium-SUV-Segment. Besonders interessant für den deutschen Markt ist der Plug-in-Hybrid RX 450h Plus, da er die Leistungsdaten des bisherigen RX 450h mit V6-Motor erreicht, jedoch mit verbesserten Fahrleistungen überzeugt. Dank des größeren Anteils der Antriebskraft aus den Elektromotoren im Vergleich zum Verbrennungsmotor fühlt sich das Fahrverhalten souveräner und dynamischer an. Die 8,1 kWh Lithium-Ionen-Batterie des RX 450h Plus ermöglicht eine elektrische Reichweite von bis zu 65 km, bevor der Benziner zugeschaltet wird. Lexus betont, dass selbst bei leerer Traktionsbatterie das effiziente Hybridsystem für einen moderaten Benzinverbrauch von rund 6,5 Litern pro 100 Kilometer sorgt, was auf dem Niveau des RX 350h liegt. Neben den beeindruckenden Antriebsoptionen bietet der neue Lexus RX zahlreiche Assistenzsysteme, die das Fahren sicherer und komfortabler machen. Eine der Innovationen ist die automatische Reinigung der Kameras, die den digitalen Rückspiegel und die 360-Grad-Darstellung versorgen. Zusätzlich ist ein vollautomatisches Einparksystem verfügbar, das wie in der Luxuslimousine Lexus LS funktioniert und Lenkung, Gaspedal sowie Bremse steuert. Dieses System bietet eine Speicherfunktion für 3 regelmäßig genutzte Parkplätze und erleichtert das Einparken in engen Bereichen erheblich. Das optimierte Lexus Pre-Crash Safety System reagiert nun schneller auf Gefahren und erkennt präziser Motorräder sowie andere Objekte, was die Sicherheit im Straßenverkehr weiter erhöht. Eine neue Kreuzungsassistenzfunktion verhindert Kollisionen mit entgegenkommenden Fahrzeugen und kreuzenden Fußgängern. Der Notfalllenkassistent unterstützt den Fahrer beim Ausweichen von Hindernissen in Gefahrensituationen. Der Fahrermonitor, der mit einer Kamera über dem Lenkrad arbeitet, überwacht den Zustand des Fahrers und warnt bei Anzeichen von Müdigkeit oder Ablenkung. Sollte der Fahrer nicht reagieren, kann das System das Fahrzeug verlangsamen oder anhalten. Die Funktion Safe Exit Assist verbindet die elektromechanische Türöffnung E-Latch mit dem Totwinkelassistenten. Erkennt dieser Fahrradfahrer oder andere Verkehrsteilnehmer, die sich von hinten nähern, wird eine optische und akustische Warnung ausgelöst und das Entriegeln der Türen verhindert, um Unfälle zu vermeiden. Der Verkaufsstart des neuen Lexus RX erfolgte bereits Ende 2022 mit Auslieferungen ab Januar 2023. Die Preise beginnen beim RX 350h bei 68.650 Euro. Der Plug-in-Hybrid RX 450h Plus kostet mindestens 75.000 Euro, während das Topmodell RX 500h mit einem Startpreis von mindestens 92.500 Euro in der Preisliste steht. Die bisherige Langversion des RX wurde ersatzlos gestrichen, sodass Lexus den Fokus stärker auf die neuen Hybrid-Varianten legt. Die neue F-Sport-Design-Variante ist nur in Kombination mit dem RX 350h und dem RX 450h Plus erhältlich, mit Grundpreisen von 78.000 Euro bzw. 84.150 Euro. Insgesamt zeigt der neue Lexus RX der 5. Generation eine beeindruckende Weiterentwicklung in puncto Hybridtechnologie, Design und Komfort. Mit den vielfältigen Antriebsoptionen, den sportlichen Designelementen und den erweiterten Assistenzsystemen setzt Lexus neue Maßstäbe im Premium-SUV-Segment. Besonders die Einführung des Turbohybrid RX 500h und die umfangreiche Plug-in-Hybrid-Variante bieten den Kunden zusätzliche Wahlmöglichkeiten, die perfekt auf individuelle Bedürfnisse und Fahrgewohnheiten zugeschnitten sind. Der neue RX überzeugt nicht nur durch seine technischen Innovationen, sondern auch durch sein modernes und sportliches Erscheinungsbild, das sowohl optisch als auch funktional auf dem neuesten Stand ist. Wenn dich die Fakten zum Lexus RX neugierig gemacht haben und du mehr über dieses beeindruckende Fahrzeug erfahren möchtest, dann lass doch ein Abo da. So bleibst du immer auf dem Laufenden und verpasst keine unserer ausführlichen Reviews und spannenden Einblicke in die Welt der Automobiltechnik. Wir freuen uns auf dich und bis zum nächsten Mal bei Tuning Block.